Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sunday Goals. Wir sind jetzt mal im Pub gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Deswegen gucken wir uns mal ein bisschen. It'd get fixed right quick if certain customers paid their tabs once in a while. Haben wir untersucht. Den können wir aufrichten. Sorry about earlier. Don't talk to me, wanker. Oh, I was just talking to Sam, mate. I'll never be sorry about your bloody mug. Hell, it might even look better now. Cut it out, Frank. For fuck's sake. Du warst so nett. Gute alte Kiste. Der legt den Job ein bisschen wie Weltschiff. Ein bisschen was mit Witzen. Es ist der Glauben, der einfach aus dem Nichts mit mir angespürt, dass der 10. auch dauert. Das ist ein bisschen zu schön, wahr zu sein, maybe. Schmerzmittel haben wir, wichtige Items. So, die Einkaufsliste. Skills haben wir uns geholt. Das haben wir auch abgeschlossen. Sekundär haben wir auch keine mehr. Das heißt wahrscheinlich, wir können... Fragezeichen. Oder was müssen wir machen? Würden wir uns setzen? Wir können ja nicht viel mehr machen. Doch da, Bescheid ein Getränk. Wohl erstmal finden, was wir tun. Kenny Hogan and his amazing Sunday Gold. The official Desmond Wells Cup Champions for the fourth year in a row. Any words of inspiration for all our viewers? Mr. Hogan, anything you'd like to say to all your adoring fans and supporters? Sure. Remember this. You make your own luck in life. If you want to change the world, you've got to do it your bloody self. Every broke sot in this city has the same sad excuses. Well, here's a tip you can take to the bank. If you're broke, if you're beaten down, it's your own bloody fault. So get comfortable. Because winners will always be winners. Right then. Let's make a bloody fool of this twat. Natürlich. Enthüllungen. Hogan ist HQ, so schnell kann ich nicht lesen, aber ist egal, irgendeine geile Karre. Right. What's the bloody plan again? Seriously? We've been over it twice. Yeah, but I weren't really listening. Oh, you're a real true villain, ain't you? The plan is we get Gavin back to his bloody office so he can pull the server onto his compact. Once we have the files, we just walk right out. No mud, no blood. Huh, no blood. Like that ever happens. You're saying it's not a good plan? I'm just saying no plan ever survives contact with the enemy. Oh, guys, I'm starting to think maybe this is not... Come on now, my son. It's lock and load time.
Christ, maybe coming back here was a big fucking mistake. My heart's pounding. Hat erstmal Fassung verliert. Verloren. Ein Held verliert seine Fassung. Manche Aktionen einer Ereignis beeinflussen die Fassung eines Helden. Fassung eines jeden Charakters ist in sich. Manche Charaktere können besser mit Stress umgehen, andere und erlangen so ohne in ihre Fassung sinken. Der Fluss an Fassung beeinflusst Charaktere auf unterschiedliche Änderungsmöglichkeiten für Kampfeigenschaften, Aktivierung verborgener Beschwerden, Panik im Kampf. Die Fassung kann durch Items, Fähigkeiten bestimmt. Wenn der Karte zu viel anfassen will, kann er im Kampf in Panik geraten. Wenn er in Panik hat, endet er eigenständig und das Spiel. Niedrige Fassung eines Charakters ist schneller gerät er in Panik. Ja, wir sind unerfahrener als Sally oder Frank, was besonders anfällig für die Effekte von Sch. Seine Fassung sinkt, kann er im Kampf zu halluzinieren beginnen und Feinde sehen, die niemand sonst sieht. Wenn diese Gegner nicht sofort angreift, attackieren sie im Gegenzug Kevin und gehen seine Fassung. Okay. Kann ich ihm eine verpassen. Die Natur von Auto ist da, den muss ich bei das Grand Imperium versetzen mit einer Quelle verbringen. Okay, wir haben ein neues Ziel, wir gehen mal rein gucken. Text verblüfft. Feind, Waffen. Beziehungsprotokoll. Okay, wir haben noch nicht wirklich irgendwelche Clues, was wir machen müssen. Macht nichts. Das Schloss knacken. Da haben wir auf jeden Fall was auf dem Beifahrer. Das Handschuhfach ist offen. Schmerzmittel beim Fahren. Wahrscheinlich ist es sicher, wenn ich mich nehme. Okay, wir haben das Schmerzmittel schon mal bekommen bei ihm. Also bei dem Kombi, das ist schon mal geil. Das Ding blinkt rot. Das kommt mir so, als ich dieses Auto schon mal gesehen. Hey, that's Barry's car. What's he still doing here? Who's Barry now? He's head of security. Right, wanker too. If he's still here this late at night, we could be in for a spot of trouble. Watch yourselves. So, der blinkt allerdings rot. Also der wird eine. Ja, der wird ein Dings haben. How did you get into lockpicking, Frank? Can't be going around smashing windows and kicking in doors all the time, despite what Miss Wheeler tells you. Whatever. When you need it done right, you know who you call. Well, sometimes you need to be discreet, and the blue bloods like to keep their valuables under lock and key. Just made sense to learn. Handy. How does it work? Eigentlich würde ich sowas auch gerne mal lernen. Ne? Ich werde es nie gebrauchen können, aber all I have to do is rotate eigentlich bestimmt ganz witzig zu machen. Until I find a sweet spot. Then I align the ring with the marker, and I repeat for each ring. It's not rocket science, but it still requires finesse and good timing. Ach so. Was? Ja, das ist ja im Rücken. Verstehe, okay, ja, ja, okay, ich hab's verstanden. Windows 21, 28, 70, CD Security von irgendwas rum, das enthält. Okay. Alle Security. Okay, krass. Da hinten haben wir noch einen Roadster. Da wollte ich einen kluger Schatz.
Batterie. Okay, also wir haben zumindest mal alles geguckt. Um dort hineinzugehen. So wahrscheinlich. Hang on a sec. Their security cameras watching that elevator. Might be a mistake to put ourselves on full display. Should be an easy way to disable them. We could shoot them. Or maybe look for a way to just turn them off. Yeah, Gavin's approach makes a bit more sense than you know. Sure, whatever. We need to find a security terminal. It controls the building's security systems remotely. Hmm? It should let us disable the cameras. Well, let's find the security terminal right quick and get this showing. Nur die Frage, wo wir es finden, aber wahrscheinlich dürfen wir jetzt hier rein, ne? Sundergold tore through the other competitors, literally tore them apart. That pup is a right fucking killing machine. Comes back stronger every year he does. Hey, what are you doing here? Okay, also hey, what the royal fuck are you doing in here? Funny, I was just about to ask you ladies the same thing. So, shut it. You lot are about to get nasty. Okay. So, ein AP, na, das ist halt... I'll take your cover! Sie kurz blocken. Ich hätte den Zug gerade beenden sollen, einfach. Fucking hell! Klare muss zuerst dran gehen. Oh, 29er Crit, bitte? Hat sie für Skills verarzen. Sie kann. Das ist schon mal. Nicht viel Leben. Back in business. Wir heilen ihn jetzt auch mal ein bisschen Ruhe. Stufe 2. Übel trinkende Auskämpferin. Schädigende Versorgungsitems verbraucht, den Sally einsetzt. Fortifiziert mir auf und spritzt mir. Das ist ein bisschen der Tank. Stehe. 2 Skillpunkte verfügbar. Well then, there goes the whole no blood bit. Yeah, yeah. Shove it, Frank. Told you, no plan survives contact with the enemy. Dann gucken wir doch mal. Achso, wir können verarzen. Beobachten. Wir können mit ihm beobachten. Nice. Okay, Skills. Wir können aber erstmal gucken. Frank hat keine Skillpunkte mehr. Wir sind Scharfschutz reingegangen. Damit wir da ein bisschen machen. Aber wir gehen auch ein bisschen auf den Leib. Oh, wir könnten auch hier weitergehen. Na, das ist alles so ein bisschen. Ach, was wir nicht. Zum Beispiel. Oder wollen wir. Handfeuerwaffen brauchen wir sie eigentlich nicht. Ist cool. Hier verspottete Feinde. Weiß ich nicht. Härte könnten wir upgraden. Aktionspunkte, Modifikator, bringen wir ab hier den Angriff. Okay. Schaden geht hoch, das finde ich gut.
tatsächlich. Gehen wir mal auf jeden Fall hoch. Sehr gut, Kollege. Dann gucken wir doch mal. Schutzweste. Und Aufputschmittel. Dann gucken wir mal. Wir könnten Ausrüstungsweste. Geben Sie mal Gavin. Eigentlich sollte sie sie haben, weil, ne, sie ist eng. Aber. Arbeitsplatz, um den jetzt verbringen zu können, wenn man das richtige Werkzeug hat. Kann nicht mehr viel machen. Nimmt jetzt mal den Hilfekasten. Analien und Beruhigungsmittel. Mal den erste Hilfe. Alarm erhöht. Kommt einer und findet uns. Okay. Ist die Frage, ob das ihm so weiterbringt, dass er jetzt hier auf uns aufmerksam wird. Nicht gut für ihn aus. Oh, daneben. Da. Weit so einfach. Gavin kriegt ein Level Up dadurch auch. Das ist sehr gut. Das Skillpunkte Ansturm, Überladen, Schieben. Können wir direkt in die Skillpunkte verteilen gehen bei ihm. Schwerer Nahkampf, das klingt gut. Wäre schon schwer, wir finden nur den Zoll. Ist die Frage, was schwere Dinger sind. Mal einen Punkt hier rein. Dann machen wir einen. Also, er muss hacken, also kann er mal den Schrank tusten. Eigentlich können wir das aber ihr geben, weil sie so ein bisschen heilen kann. Er kriegt 5 Fassungen, weil wir umgeschaltet haben. Sehr schön, das gefällt mir. Okay, aber wir können noch viel suchen hier gerade. Auf Wunsch. Können Sie. Sie auch exhausten. Er kann da ja jetzt eh nichts. Überwachungsterminal hacken kann er nicht. Da kann ich machen. Und unbemerkt zu. Ja, kurz jetzt. Geht aber hoch. Okay. Rahmen ist erhöht. Fassung geht runter. Ja, dann hack doch mal. What's you doing there, Gavin? See, I built this device that lets me interface with any password protected system. It converts the encryption into a numerical code that can be deduced via trial and error. It gives clues as you make the guesses. It's pretty neat. Sure. Totally. You enter a combination and the device tells you if you're close to the correct code.
then you refine from there. Okay. I need to be careful, though. I only get a few attempts. Okay, also wir haben 11 Probier. 2. Heftiger zum Probieren. 1, 2, 3, 4. Das wird ein. Wir haben 1 korrekt. 2 ungültig. 1 ist. Frage ist nur, welches. 1 korrekt. Machen wir mal 3. 3, 2. Und zwei Fall. Oh ja, okay, das ist dann wahrscheinlich. Ja, obwohl, das könnte die. Probieren es einfach mal kurz aus mit 333. Ich will wissen, ob sie ungültig ist. Nein, die 3 ist korrekt. Zwei wahrscheinlich um. Sag ich jetzt an. Zwei sind korrekt. Ich gehe davon aus, die ist korrekt. Die drei muss korrekt. Damit haben wir. Okay, zu weit. Okay, das war's. And it's done. Brilliant. The cameras are disabled. We'll be able to get into the lift without even being seen. See, Frank? Gavin's got skills. Sure. And probably a wonderful dose of the clap too, you filthy creature. Ja, das gibt uns unsere Fassung wieder zurück. Das ist schon mal sehr gut. In alle Security-Aufnahmen ist die Frage. Wir könnten jetzt hier mit ihm nochmal durchpassen mit Namen. Da können wir nichts machen. Die zwei haben wir geguckt. Machen. Haben wir auch alles. Ich glaube, wir haben hier alles. Ja, gut, wir haben das Problem nicht. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was wir raus. Und zwar auf der Start ist es auch wieder runtergegangen. Fahrstuhl. Alright, Gab, which floor? 19. Behold, the corporate world in its most horrifying form. Not in my lifetime. Where is it, Gavin? My office is the pathetic windowless closet right next to the lift. Wait, what's that smell? Oh, I have no idea. Oh, where's it coming from? What the hell happened over here? Oh shit! That's in Barry's office! I don't like this. I don't like this at all. We should get the fuck out! Lee, you having a laugh? 100k worth of dirt on Kenny Hogan, then we fucking leave. Nope, 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 nope! This was a mistake. Oh, I should never have come back here. Hang in there, Gav. Let's just keep going, all right? Sure, I guess. Ja, wir haben ein bisschen Fassung verloren. Kim Dorsey, Platzhalter. Kim verliert seine Fassung. Immer wenn Gavin seine Fassung verliert, riskiert er seinen Platzhalterstatus zu. Wenn er sein Gemütszug wieder gewinnt, wird er ein besonderes Platzhalter. Das Platzhalter-Ereignis kann Gavin einen Kampf mit seinen Teamkollegen bringen. Bei dem kommen dadurch negative Konsequenzen. Seinen Teamkollegen negativ beeinflussen. Je weniger Gavins Gemütfassung ist, desto größer ist seine Platzhalterstatus. Okay. Okay, also er ist komplett durch praktisch. Sieht aber auch geil aus.
Dann gucken wir ihm doch, wir können ihm bestimmt einen helfen. Sehr viele Schmerzmittel. Da haben wir ein Buch. Fassung. Gehen wir davon aus, Beruhigungsmittel. Wird krasser sein. Einfach Gavin. Der hat auch ein paar. Okay, er ist wieder unter uns. Er ist wieder unter. Das war schon mal gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und dann bei Part 3 hoffentlich. Ja? Lasst gerne auch ein Like und ein Follow da bei Twitch. Like bei Twitch geht nicht, aber wisst, wie ich meine. Ne? Lasst hier gerne ein Like da und ein Follow bei Twitch. Klickt hier auch gerne auf Abonnieren und aufs Glöckchen. Und schaut gerne auch bei den anderen Social Media Kanälen rein. Wir sehen uns beim Ciao, ciao!